Liebe Fans von Borussia, Glück auf 07. Wir befinden uns in einer schwierigen, aber auch besinnlichen Zeit. Ja, weil wir wieder den Derby verkackt haben. Und damit wir gemeinsam ganz viel Kraft tanken, werde ich, wie jedes Jahr, für euch im Beisein unseres wunderbaren Trainers hier und jetzt für euch die Weihnachtsgeschichte verlesen. Die Geschichte vom ersten Weihnachten ist schon mehr als 2000 Jahre alt. Also lange vor dem ersten Schalke-Sieg. Sie passierte in einem fernen Land, wo Palmen wachsen und wo damals viele Menschen lebten. Ja sicher, sag doch gleich, dass sie sich auf Malle getroffen haben zum Saufen. Diese Menschen hatten einen Kaiser. Das ist so etwas Ähnliches wie ein König. Dem stimmt doch gar nicht. Der Kaiser ist ein Franz und dem König ein Pilsener. Der Kaiser wollte wissen, wie viele Leute leben denn in meinem Land? Ja, 80 Millionen, du Doof. Der Kaiser wollte die Menschen in seinem Land zählen und damit niemand doppelt gezählt wurde. Tranke halt mal 10 Pilzchen weniger. Hatte der Kaiser eine Idee. Jedermann sollte mit seiner Frau und seinen Kindern in den Ort seiner Geburt gehen und sich dort zählen lassen. Ich denke, wir sollen wegen dem Scheiß Corona alle zu Hause bleiben und gar keinen treffen. Weil es damals noch keine Autos, Flugzeuge oder Eisenbahnen gab, ja, sind die mit dem Mannschaftsbus gefahren. Liefen die Leute zu Fuß. Von wegen, von meinen faulen Säcken in der Mannschaft, da wäre jemand gelaufen. Die rennen ja nur nicht mal, wenn ich sag, Männer, jetzt rennt doch mal, so wie ihr spielt, besorge ich gleich Schlafsäcke. Auch ein Mann namens Josef war mit seiner Frau Maria unterwegs. Sie mussten nach Bethlehem gehen. Ihr Gepäck trug ein Esel. Der Aki, da ist er ja endlich. Hast aber lange gebraucht, bis du den in die Geschichte eingebaut hast, ne? Sie waren schrecklich müde. Ganz besonders Maria, denn sie hatte einen sehr dicken Babybauch, der das Laufen ziemlich schwer machte. Also ist mein dicken Hermann doch schwanger? In ihrem Bauch wuchs nämlich schon seit vielen Wochen ein Baby und es würde nun bald herauskommen. Was ist denn das für ein Satz? Das klingt ja gerade so, als wäre das Kind Neuzugang in der Mannschaft und die Presse will gleich Fotos davon machen. Alle Häuser in Bethlehem waren schon voller Leute, aber Josef klopfte trotzdem an jede Tür und fragte nach einem Schlafplatz für die Nacht. Ja sicher, das hat die Potsau nur gemacht, weil es damals kein Tinder gab. Tut mir leid, unser Haus ist bereits überfüllt, sagte ein Mann und schloss seine Haustür. So ist richtig. Leute sind nur erlaubt an Weihnachten, wenn sie aus der eigenen Verwandtschaft sind und vorher noch in Quarantäne waren. Die Nacht war kalt und sie froren. Mein Schnäpschen, ey, das hilft. Ganz zuletzt kamen sie an einen kleinen Bauernhof, wo der Besitzer ihnen nur noch den Stall als Unterkunft anbieten konnte. Ach, wie geil. Dem Hopp hat denen also das Stadion von Hoffenheim zum Pennen angeboten. Ja, hast du jedenfalls deine Ruhe. Ja, super. In dieser Nacht gab es in der Nähe ein paar Hirten. Plötzlich aber wurde es hell um sie herum, obwohl es noch Nacht war. Ja, wie wenn du morgens um 5 aus der Disco kommst. Die Hirten hörten plötzlich aus dem hellen Schein wunderschöne Musik. Ihr seid Schalker, asoziale Schalker. Ihr schlaft unter Brücken oder in der Bahnhofsmission. Ihr seid Schalker, asoziale Schalker. Und dann sahen die Hirten einen strahlend schönen Engel. Dominik Strohengel? Von der Spielvereinigung Unterhaching? Was macht denn der in deiner Geschichte? Mach doch mal was mit Messi oder Ronaldo. Und der Engel sagte,
Ich möchte euch eine schöne Neuigkeit erzählen. Ganz in der Nähe. Gibt eine Kneipe, die noch auf hat. Ganz in der Nähe ist heute Nacht ein Kind geboren. Es liegt in einem Stall, nicht weit von hier. Es ist ein ganz besonderes Kind. Es heißt Martin Kind und hat Hannover 96 fast in den Ruin getrieben. Das Kind wird den Menschen große Freude bringen. Ihr sollt zu ihm gehen und es willkommen heißen. Da machten sich die Hirten auf den Weg. Es war Marias Baby, das nun geboren war. Und es lag in Tücher gewickelt in einer Futterkrippe. So ist also mein Hermann geboren, ne? In eine Futterkrippe drinne, umringt von Pommes und Currywurst. Ja, passt. Ganz artig lag es dort. Mit Ketchup und Mayo in der Fresse. Und lächelte die Hirten freundlich an. Sie knieten sich zu ihm nieder und bewunderten es. Was? Und als die Hirten fragten, wie der Name des Kindes sei, sagte Maria stolz: Yogi! Glück auf, was gibt es? Ja, ist mein Geschenk angekommen? Vielen Dank für den Rotwein. Rotwein, das war Sangria. Kannst dir mal schön den Kopf hauen nach deinem letzten Spiel. Frohe Weihnachten, tschüss. Es kamen noch aus einem fernen Land drei Könige. FIFA-Boss Gianni Infantino mit seinem Gefolge. Sie waren einem leuchtenden Stern gefolgt. Stern? Das war kein Stern, das war eine Spur von einem Geldkoffer. Die drei Könige brachten dem Baby wertvolle Geschenke. Ja, kaum geboren, schon bestochen. Und weil die Hirten und die Könige dem Baby Geschenke gebracht hatten, findet die Fußball-WM 2022 ab November in Katar statt. Durst ist schlimmer als ein Zweikampf. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten.